Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge First Time. Und diesmal geht es um Kindred. Und Kindred ist wirklich ein Champion, den ihr euch gewünscht habt, wo ich mir denke, holy macaroni. Kennt ihn einfach nicht so gut, ne? Bin ich ehrlich. Ich habe mir jetzt mal die Spells durchgelesen. Ich gehe das einmal ganz kurz für euch durch. Mal des Daggers. Das Slum kann einen Champion zur Jagd freigeben, den man auf ein Champion-Porträt über den Inventar klickt. Mau, 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 ne? Schako? Oh, der den Wolf verlangt es regelmäßig nach gegnerischen Jungle Monster und der jagt sie. Durch Kills und Unterstützung beim gejagten Ziel werden Kindred Grundfähigkeiten verstärkt. Die ersten vier erfolgreichen Jagden erhöhen Kindreds Angriffsreichweite um 75. Durch jede drei erfolgreiche Jagd nach dem vierten wird Kindreds Angriffsreichweite um 25 erhöht. Puh, so viel schon mal dazu. Gleichzeitig werden auch noch die Fähigkeiten verbessert, das heißt, die Pässe ist super wichtig. Der Q ist so ein kleiner Dash. Durch das Ausführen von Blutrausch des Wolfes oder wenn das Slum in dessen Wirkungsbereich springt, wird die Abklingzeit der Fähigkeit um 4 Sekunden verringert. Okay. Blutrausch des Wolfes ist einfach das, dass man quasi passiv die ganze Zeit Stacks kriegt und gleichzeitig kann man hier so einen Wolf spawnen, der für einen Arbeit verrichtet. Und der E wiederum, damit verkrüppelt man einen Gegner und wenn ich einen dritten Hit mache, macht der nochmal extra Damage und die Ult sollte bekannt sein, dieser AOE-Save. Ja, hab den Champion wirklich noch nie gespielt. Weiß allerdings natürlich das Grundprinzip. Ne? Das ist ja das Schöne. Irgendwie ist der Wolf immer noch getoggelt, ne? Hätte ich den nochmal reaktivieren müssen? Not sure. Da mal kurz den hier gesehen, der ganz nett ist. Scheinbar nimmt man den Q als zweites. Aber wahrscheinlich sollte man den Q nutzen, wenn man den W anhat. Wobei, nee, ich glaube, es macht gar keinen Unterschied. Shaco natürlich ein unangenehmer Early Game Jungler. Für wahrscheinlich jeden Champion in League of Legends so. Ist immer unglaublich aktiv, kann sehr früh auf die Lanes gehen, kann deine Lanes so weit zurückwerfen, dass du kaum eine Chance. Ah, guck mal! RNG-Faktor. Ja, ich als Zoe-Spieler kenne mich da natürlich sehr gut aus. Darf also jetzt hier die Krabbe machen und die hat gleichzeitig auch noch einen Stack. Ich weiß jetzt nicht, warum ich den. Uff. Boah, da ist mein Herz mal ganz kurz in die Hose gerutscht. Ich hatte kurz Schiss, dass der mir den stiehlt. Deswegen muss ich den dann smiten. Wie haben wir das? Jetzt machen wir hier die Wölfe. Generell muss ich sagen, First-Time-Champions im Jungle zu spielen, ist immer deutlich angenehmer als irgendwie alles andere. Ah, okay, jetzt sind hier die Stacks. Zack, der dritte. Aber jetzt nicht so souveräner Damage, ne? Jetzt eher lame. Der Sustain ist ein bisschen besser, als ich dachte. Also, es überrascht mich positiv. Ich sollte wahrscheinlich erst den Red machen und dann für die Krabbe gehen. So, wir machen das jetzt mal. Zack, zack. Und der Q zählt dann mit dazu drauf. Also wir müssen den eh immer vom Q machen. Wenn wir hier das Maximal rausholen wollen. So. Und jetzt können wir nämlich eben hier mit der Vision-Pflanze die Krabbe aufdecken. Aber wir kriegen beide. Hä? Was macht denn der Shaco? Die wollen wir natürlich wieder nicht smiten, da wollten wir eben fairerweise auch nicht. Aber manchmal muss man. Okay, ich komme auf jeden Fall mit Lane. Okay, er hat den Kill. Relativ tricky wohl, aber mit dem Flash-Q hat er es geschafft. Ich helfe hier direkt raus zu pushen. Ich werde auch noch die nächste Wave pushen, weil es ansonsten einfach nicht rausgeht. Mein Max wurde Q, was ja an sich auch Sinn macht, weil es ist dein Dash und es ist gleichzeitig ein guter Damage-Spell. Das ist immer eine Combo, die in League of Legends ganz gut ist. Wir denken zum Beispiel an LeBlanc W, ne? Da ist das sehr, sehr ähnlich. Wenn der Damage-Spell dein Dash ist und du kannst ihn maxen, ist das super nice. Ich habe gerade ein bisschen Lags. Ah, ich habe noch irgendwo einen Chrome-Tab offen, das ist natürlich illegal. Sehr nett, dass da jemand gepinkt hat. Dadurch habe ich jetzt gesehen, dass ich da noch einen Stack habe, den ich for free holen kann, weil Shaco top ist. Das sind natürlich Dinge, die da als Jungler eher nicht passieren sollten. Also das sollte den Shaco ja nicht passieren. Das ist ein free Stack für mich dadurch. Kindred von diesen Stacks zu denyen, das kann super schwer sein. Ist oftmals auch relativ einfach, ist halt RNG-abhängig, ne? Da machst du relativ wenig. Mal ist das super easy, mal ist das ziemlich schwer. Wir gehen jetzt hier die Base, jetzt habe ich natürlich meinen Probitz-Tab zugemacht, wo ich ein bisschen nach Items gucken kann. Ich denke mal, man geht für die Attack-Speed-Variante. Man geht tatsächlich für Warrior, okay. Dann gehen wir für Warrior. Ich kenne da gar nichts, bin ich sofort dabei. Botlane hat sich jetzt hier auch wieder ein bisschen zurückgekämpft.
Shaco weiß ich aktuell nicht, wo er ist. Ich habe jetzt aktuell zwei. Das heißt, diese ersten zwei bringen auch gar nichts. Erst die erst wenn man vier hat, bringt es tatsächlich was. Allein deswegen ist es übrigens mega worth, gelegentlich Champions zum ersten Mal zu spielen. Weil ich sowas zum Beispiel vorher nicht wusste. Witzigerweise habe ich bis jetzt den Shaco besser getrackt als er mich. Also ich habe quasi einfach. Muss ich jetzt hier ein E einsetzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das kostet halt alles relativ viel Mana hier. Ich habe gerade einen guten Start. Das heißt, ich habe jetzt schon meinen AD-Shit. Das heißt, ich sollte da eigentlich fein mit sein. Jetzt muss ich da natürlich zur Krabbe. Uff. Ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, wenn man mich hier sehen würde. Nämlich den Brand sehr verbunden, dass er da gerade die Wave gepusht hat. Shaco war Botlane, das heißt, die Krabbe ist eh free. Ich kann danach sogar noch in seinen Topside-Jungle rein. Oh wow, der E wird nicht interrupted, wenn man die Vision verliert. Das ist ja mittlerweile bei fast jedem Spell so, dass die dann interrupted werden. Solange ich hier im W bin, habe ich echt gefühlt keinen Cooldown auf meinen Q. Das ist sehr, sehr angenehm. Konnte jetzt hier auch sehr viel Mana investieren, weil man halt eben natürlich sofort den Mana-Rig wieder hat. Ja, den W sollte ich wahrscheinlich immer aktivieren, ne? Das ist halt einfach ein ganz netter Extra-Damage. Ruf jetzt top, ich bin Level 6, ich bin über der Goldkurve. Komme ich da ran? Oh mein Gott, my bad. Ich dachte, also erstmal habe ich quasi Q-Flash gemacht, weil ich dachte, ich könnte quasi diesen Damage trotzdem rüberbringen, aber konnte ich gar nicht. Das heißt, ich muss Flash-Q machen, wenn ich dann den Kill so securen will. Das war unlucky, dass ich am Ende haben mir irgendwie 9 Mana gefehlt für die Ult. Ich wusste gar nicht, dass die Mana kostet, um ehrlich zu sein. Uff, okay. Shaco kriegt jetzt hier auch seine Kills. Das ist natürlich nicht ganz optimal. Oh, ich hätte auch Riven marken müssen. Wenn ich die marke, mache ich halt. Kriege ich halt am Ende den Stack und ich mache wahrscheinlich auch mehr Damage, ne? Meh. Ärgerlich. Ärgerlich. Auch jetzt kein ultimatives Drama, ne? Also, das ist jetzt alles nicht so wild, aber ist natürlich trotzdem etwas, was für gewöhnlich einfach nicht passieren sollte. Der Shaco sollte eh wissen, dass ich bei meinem Blue bin. Das heißt, ich gebe hier nicht allzu viel Preis. Hab generell relativ viel von meinem Jungle bis jetzt eben stehen gelassen, um halt eben diesen Invade zu machen und die Krabbe zu securen. Das heißt allerdings auch, dass ich jetzt halt eben noch viel von meinem Jungle abhab und das ist an sich ein Vorteil. Diese Qs über die Maps sind, glaube ich, nicht worth, weil ich ja. Wann ist mein Red? 10, das heißt, ich kann hier sogar noch die Raptor machen. Ich habe die bis jetzt nicht gemacht, weil die als. Wenn du keine AOE-Fähigkeiten hast, sind die meisten ein bisschen schwieriger, aber der Q ist ja streng genommen ein AOE. Das heißt, eigentlich sollte es gar nicht so wild sein und man sollte ihn relativ gut machen können. Ist die Frage, ob man jetzt zum Beispiel den Q macht, wenn man den wenig abhat. Oben habe ich das auch gemacht. Am Ende, ich wollte halt eben Mana sparen und am Ende hat man auch gesehen, warum, aber es war nicht so wirklich hilfreich. Ich gehe sofort wieder zur Krabbe. Ich mag jetzt mal den TF. Ist vielleicht nicht die klügste Idee ist. Okay. Ich bin auf dem Weg. Wenn der Brand eine gute Ult trifft. Ja, sehr gute Ult. Boah. Okay. Ich habe den Shaco nicht bekommen. Aber der Brand hat mich auch sehr gescared in dem Moment, weil er nicht zu mir gekommen ist und ich nicht wusste. Also, ich kenne natürlich die Ult-Range von. Oh, shit. I missed that one. Alter, mein Damage ist halt insane. Holy shit. Ich kann die da halt komplett einfach nutzen. Dadurch, dass ich die TF gemarkt hatte, habe ich jetzt halt auch eben den Stack bekommen. Das ist sehr angenehm. Ist die Frage, ob die Riven die Krabbe gemacht hat. Hat sie nicht. So, und jetzt machen wir wieder den W drauf, bevor wir den Q machen, für den geringen Cooldown. Spielt sich sehr angenehm, ne? Ist halt die Frage, ob. Also, ich glaube, Kindred ist ein Champion, der super weak ist, wenn er behind ist. Ich denke, da muss man immer dran denken, dass sowas halt ein großes Problem sein kann. Ich weiß ja nicht, was mein zweites Max ist. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Ich sehe jetzt den Shaco, sehe, dass ich da nicht smiten muss. Okay. Vielleicht hätte ich doch smiten sollen. Ich würde halt voll gerne den Shaco da sogar fighten. Man nimmt den W als zweites. Ah, der ist ja komplett RIP da.
War vom Timing her natürlich fast ein bisschen lucky, dass ich da hinkam und der genau dann quasi fertig geworden ist mit dem, was er da machen wollte. Aber dadurch habe ich jetzt 5 Stacks und jetzt ist meine Attack-Range halt schon deutlich höher, ne? Das ist schon nett. Sehr angenehm, sehr angenehm. Als nächstes gehen die meisten hier auf Phage. Kann ich so unterschreiben, aber ich werde hier wahrscheinlich trotzdem erstmal die Attack-Speed-Boots mitnehmen. Oder nehme ich hier Ninjas? Ich nehme hier Ninja-Tubbies. Meine Botlane ist währenddessen leider hart am Inten. Was natürlich schade ist, aber da kann man nicht so viel machen. Aber das Item, das der hier baut, ist ein Trinity Force Bild, ne? Das will ich eigentlich gar nicht bauen. Ha. Huh. Black Cleaver scheint mir ein sehr guter Buy. Ich finde Black Cleaver besser als Trinity Force. Du bist ja so oder so schon mega squishy. Ich glaube, das ist einfach zu viel. Ich müsste natürlich irgendwie versuchen, der Botlane auszuhelfen, aber es gibt halt immer Lanes, die quasi so lost sind, dass es nicht sinnvoll ist, dahin zu gehen, weil du einfach zu viel verlierst. Das ist halt schon krass, ne? Also ich habe na gut, also ab dem Moment hat, glaube ich, jeder Attack-Speed-Jungler einen guten Jungle-Clear. Wenn du die Items hast. Bin übrigens für Ninja-Tubbies gegangen, weil wir ja 3 Schadensquellen haben, die auf AD basieren. Oh, jetzt wieder den Efeu einsetzen können. Aber ich spare mir den einfach jetzt. Vorbei, andererseits. Ich habe ja keine Mana-Probleme, ne? Ich wusste nicht, dass Kindred so viel AOE-Damage hat. Bin ich ganz ehrlich so. Das überrascht mich ein bisschen. Hier könnte Kindred sein. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber wieder nicht so wild. Ich hatte jetzt hier gleich 2 Smite-Stacks ab. Deswegen setze ich den einen ein. Wo sind jetzt eigentlich meine Stacks hier? Also woher kriege ich die? Okay, ich muss auf jeden Fall sofort top. Ha! Huh. This is quite unlucky. Der ist natürlich super fett, aber ich dachte nicht, dass so viel Damage sein wird. Weil ich da gehookt wurde, hat es halt auch instant beendet. Ja, da stand halt 8-1, ne? Der hat halt einen Bloodthirster und keiner von uns hat irgendwie Heal Reduction. Es ist so eins dieser typischen Games, wo ich am Ende wahrscheinlich nicht so viel darüber sagen kann, wie stark mein Champ jetzt wirklich ist. Ich habe halt einen extrem guten Farm, ich bin sehr gut im Game. Ich kann trotzdem wahrscheinlich überhaupt nichts machen, ne? Das ist schon eher unlucky. Ich würde gerne die Riven marken, aber darf noch nicht. Thanks. Oh, schade. Das hier kommt da noch viel Damage rum. Vielleicht kann ich da sogar noch hin. Nee, kann ich nicht. Ach du Scheiße. Aber kann ich so gar nicht. Ich bin da vor dem hier rausgesprungen, einfach weil ich gerne überlebe. Okay. Holy shit. Ja, komm. Komm mit mir, Bro. Ich kann mir vorstellen, dass der Shaco hier noch irgendwo rumlungert. Traut der Shaco sich jetzt wirklich nicht? Ich meine, das sind ja die Situationen, wo du als Shaco-Spieler immer denkst, nice. Irgendwer ist low. Aber er hat sich tatsächlich nicht getraut. Man kann halt so gut kiten mit dem Champ im Jungle. Jetzt habe ich am Anfang, habe ich auf jeden Fall zu viel Damage bekommen. Man kann die Damage so reduzieren, den man kriegt. Nice, wenn ich die Krabbe mache, habe ich hier nochmal ordentlich mehr Leben. Wie ist denn die Riven nicht aufzuhalten? Die war doch am Anfang giga useless. Naja. Wird schwer, ne? Ist natürlich auch die Frage, wie gut ist Kindred zum Solo-Carrying? Also ich glaube, wenn du diese Stacks regelmäßig kriegst am Anfang so, dann müsstest du eigentlich Games echt solo carryen können, weil du bist ja quasi ein ADC und ADC scalen halt auf eine brutale Art und Weise ins Late Game. Ist halt sehr schade, ne? Das ist wieder dieses typische, eine Lane verliert das Game. Shaco war auch einmal Bot Lane. Das heißt, man kann auch sagen, einfach better jungler wins. Oder better focus of the jungler wins the game. Whatever. Wie auch immer man es formulieren will. Upsi. Bisschen gedirbt. Nochmal gedirbt. Der deckt doch wohl nicht ernsthaft, dass ich ihm meinen Red Buff gebe. Ich meine, der ist doch... Der ist Giga-Fabian. Ich habe mehr Farm als der. Ich habe mehr Kills als der.
Also, ich meine, ich würde ihn, er hat mir zum Beispiel beim Blue Buff geholfen und ich würde ihm ja auch gerne helfen, aber was soll ich denn da machen? Ich kann ja nicht einfach sagen, yo, hier, nimm. Bisschen absurd. Ja. Der Alistar ist auch ein ziemliches Arsch. Wahrscheinlich darf er nicht mehr schreiben. Das Item, mit was er da baut, ist auch Giga Garbage leider hier. Fiver Boots, wenn du die Lane hart verlierst, sind halt auf der einen Seite mal ganz nett, weil du dir denkst, okay. Also ich hatte die Idee, für den Flash QW zu gehen, aber hat einfach nicht die Reactions hinterher gehabt. Ich muss stayen. Ich werde auch stayen. Ist ja alles nichts. Ah. Der Thresh trifft aber auch Hook nach Hook, ne? Oh, schade. Habe ich tatsächlich gar nicht schlecht gespielt, fand ich. Ist aber leider trotzdem ein Quarter-Kill. Ich habe aber meine Ult gewastet, weil ich die Brand gerne saven wollte, aber ganz einfach ist es dann doch nicht. Es wäre jetzt der Penta für Draven. Dementsprechend wird er Green und wahrscheinlich sterben. Tja, aber das ist für uns halt leider überhaupt nicht gut, weil es ein 1000 Shutdown für unseren Supporter ist. We can win. So. Viel mehr werde ich dazu auch nicht schreiben. Ja, gut. Das war jetzt nicht so sinnig. Aber ich fühle mich sehr stark, ne? Ich bin zwei Level über den Shaco. Ich bin gut im Game. Ich muss halt ein bisschen aufpassen. Also gerade diese Red Smite komme ist durch die ganzen Sachen, die ich hier machen kann, übel strong, ne? Der E ist halt nicht so krass. Oh doch. Plus 11% des fehlenden Leben des Ziels. Und das wiederum skaliert nicht damit, ob du skillst oder nicht. Das erklärt auch, warum es quasi scheißegal ist. Also, warum man den nicht als zweites nimmt, weil es erhöht sich nur der Schaden minimal. Kleiflatz hier, um rüber zu gehen, ist sehr angenehm, weil ich dann immer noch mein E hab. Tja, aber ich komme halt jetzt schwer an Stacks, ne? Ich nehme mal den Shaco. In der Hoffnung, dass er mich invadet. Damit ich ihn dafür dann punishen kann. Es hat einen 16-3 Draven, Alter. Holy shit. Da sind natürlich die Erfolgs aus. Oh, kann ich Q machen? Danach W und ich krieg trotzdem diesen Refound oder ist der Q-Cooler dann einfach so drin? Der Q-Cooler dann ist einfach so drin. Eher nicht so viel Damage, den ich da habe. Uff. Also wenn er Ninja-Tabis hätte, würde der wenigstens ein bisschen was überleben. Ja, wenn der auch Ninja-Tabis hätte, würde er auch ein bisschen was überleben. Ist halt super frustrierend. Die bauen halt alle keine Ninja-Tabis. Ich meine, das sind zwei Auto-Attacks, die der Draven für den Illusion Card gebraucht hat. Und die Leute sind quasi fast alle tot. Ich meine, sie haben es ja extra so gepatcht, dass man das kaum noch verhauen kann, die Combo. Aber er schafft es trotzdem. Ich kann das auf gar keinen Fall Wave clearen. Das heißt, ich versuche einfach dem Brand zu helfen. Man kann Shaco-Puppen direkt clearen, ne? Das ist hilfreich. Ja, die ist from behind, ist ein bisschen das Problem, dass ich die Stacks ja nicht kriege. Ja. Also mehr Stacks wären schon cool. Na gut, ab nach Hause. Oh, shit. Na gut. Da hätte ich diesmal den Hero abwarten sollen. Dieses kurz vorm hier rausgehen sehe ich öfter mal bei Kindred spielen, weil es ja tatsächlich ein ganz netter Vorteil ist. Schöner Damage von Brand. Aber es ist halt so schwer dagegen was zu machen. Vor allem, weil auch der Lucian keine Heal Reduction baut. Oh na, spielt das gerade gut. Need Heal Reductions somehow. Aber der Brand geht da noch nicht damit Magic Pen, sondern geht halt für das bessere Bild tatsächlich. Ja. Ist halt schwer, ne? Die Gegner sind halt nicht so gut gefarmt, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass man das surrendern muss. Ich gehe jetzt für die Heal Reduction. Ich glaube, wir können das Game gewinnen, so. Also wenn der Brand hat so viel Damage und ich habe meine Ult, das heißt, ich kann Leute saven, dann haut der Brand seine Combo rein. Boah, das ist echt boah, was ich hier mache. Och.
abluschen. Ich meine, das ist doch wirklich sinnlos. Warum sollte ich dir den denn geben? Ich meine, ich will ja ein gutes Teammate sein, aber ich will halt auch das Game gewinnen. Wirklich gerne. Ich gehe jetzt den zweiten Pink, das ist ganz nett. Weiß ich genau, warum das Team die Vision da nicht verteidigt. Eigentlich ganz nett wäre. Ich kann sofort hochpaffen und hoffen, dass die ohne Draven fighten. Vielleicht können wir hier trappen. Aber bis jetzt haben die halt noch nie getrollt, ne? Warum sollten sie jetzt damit anfangen? Ja, die zum Beispiel soll er von mir aus halt haben, so. I don't care. Aber auch da habe ich ja, ich habe halt einfach mehr Damage, ne? Ich habe mehr Damage, aber ich weiß auf jeden Fall, wer den meisten Damage hat, ne? Kriege der Unendlichkeit macht mir also jetzt Schaden. Aber es macht hier sogar halbwegs Sinn, ne? 270 True Damage, das ist fairerweise relativ egal. Tja, hätte ich da nicht ulten sollen? Vielleicht. Uff. Der Nahe hat gerade den Auto-Attack kassiert und sich gedacht, holy shit, what just happened to my HP-Bar? Okay, er hat die Hero Reduction gebaut, der ist da. Aber das... Bombe ist halt ein terrible Item. Also, weil es ist ja quasi... Es wurde ja so gepatcht, dass es quasi nur noch worth ist, das auszubauen, wenn du irgendwie 5000 Armor hast. Weil es halt eben vorher so stark war. Okay, krass. Ich dachte, ich könnte da quasi einfach mit Redsmile ein bisschen angehen. Aber dadurch, dass ich das Redsmile quasi nicht auf ihn drauf kriege, tötet er mich einfach. Das ist halt schon frustrierend, ne? Mal weg da. Ich habe halt 7 Stacks, das heißt, ich habe zumindest 100 Range mehr. Und in der Theorie kann das bei König ja auch super nice gehen, aber holy shit. Die machen halt so viel Damage aktuell. Ja, ich glaube, mein Tod gerade war jetzt so ein bisschen der Sargnagel, den wir hier kassiert haben. GGWP, Mann. Super schwer. Also Kindred an sich, super nicer Champ. Hat richtig Bock gemacht. Aber hinten raus... Super schwer, vielleicht hätte ich, also in der Botlane zu helfen, wenn sie gegen Draven behind ist, ist doch fast impossible. Aber vielleicht hätte ich es machen müssen. Also tue ich mich auch schwer mit, ne? Ich dachte, ich gewinne das. Also es war eigentlich gut, ich habe den Chaco super klein gehalten, der Brand war ahead. Und dann gab es halt leider die Botlane, die halt da einfach komplett weggeintet hat. Boah. Das ist ja nicht gut. Holy shit. Das ist krass. Der hat ein bisschen Schaden gemacht. Ne? Jetzt würde ich ganz gerne mal... Ich will zwei Dinge wissen. Einerseits, was hat der Alistar für eine Matchverlauf hinter sich? Ja, da spielt er quasi... Ja, hier hat er gespielt. Der hat ja nicht mal schlechte Erfahrung. Warum ist man denn so ein Arsch? Und was hat der Lucian hinter sich? Ah, er spielt selber viel Draven. Das ist natürlich ein bisschen unlucky. Oder habe ich auf den Riverboy? Und was? Ist der Riverboy für einen Smurf oder einfach nur ein Draven-Spieler, der außer Kontrolle geraten ist? Ja, ich denke, ja. Pff. Schwer einzuschätzen, ne? Was hat er für eine Elo? Silber 1. Thanks, Riot. Meine Damen und Herren, das war eine weitere Folge First Time. Ich kann Kindred empfehlen, hat sehr viel Spaß gemacht. Trotzdem muss ich sagen, hinten raus war es schwer. Das Ganze zu carryen, aber ich glaube, es hat nicht so viel mit den Champions zu tun. Trotzdem glaube ich, dass wenn du quasi ins Team mehr einfällst und Kindred keine Möglichkeit mehr hat, den Gegner zu counterjungeln, dieser Snowball halt brutal aufgehalten wird. Ich glaube, wenn du 7 Stacks hast, diese 100 mehr Range, die reichen eigentlich schon. Aber war trotzdem nicht einfach. Aber trotzdem cooles Erlebnis. Schreibt mir gerne, wie ihr es fandet, was ihr von Kindred haltet und warum Draven-Spieler Arschlöcher sind. Tschüss und bis bald, euer Johnny.